Vielen Dank, Herr Kollege. Für die FDP-Fraktion spricht unser Kollege Stefan Thomae. Bitte schön, Kollege Stefan Thomae. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die Linksfraktion will mit dem vorgelegten Entwurf die Mieten bezahlbar halten und Energieeinsparung, Energiekosten senken. Es wird Sie nicht verwundern, dass ich skeptisch bin, ob Sie mit diesem Entwurf das Ziel erreichen können. Ich will an vier Punkten deutlich machen, weshalb wir meinen, dass der von Ihnen vorgelegte Entwurf abzulehnen ist. Das erste ist das Thema Energieausweis. In Ihrem Entwurf schreiben Sie, dass der Mietvertrag über Wohnraum nur dann wirksam zustande kommt, wenn der Vermieter bei Abschluss des Vertrages einen Energieausweis für den Wohnraum vorlegt. Die Folge ist aber logischerweise, dass immer dann, wenn bei Abschluss des Vertrages kein Energieausweis vorliegt, auch kein wirksamer Mietvertrag zustande kommt. Was ist die Folge? Kollege Lutschak hat es auch schon anklingen lassen. Die Folge ist doch, dass dann eben kein wirksamer Mietvertrag zustande kommt. Und das muss man sich einmal überlegen, was das für Altfälle bedeutet. Das ist ein Punkt, der in dem von Ihnen vorgelegten Entwurf überhaupt nicht bedacht ist. Was gilt eigentlich für die Altfälle, also schon bestehende Mietverträge? Muss dann der Energieausweis nachgereicht werden oder welche Konsequenzen sind ansonsten zu gewärtigen? Das ist ein Punkt, der bei der Übergangsregelung zu bedenken wäre. Dazu sagt Ihr Entwurf nichts aus. Und das Zweite ist, was gilt dann für sozusagen die faktischen Mietverhältnisse, also für den Fall, dass bei Eingehung des Mietvertrages ein solcher Energieausweis nicht vorlegt wird, weil die Parteien es nicht bedenken, die Vorschriften nicht kennen, es ihnen vielleicht auch gleichgültig ist, keiner von beiden darauf Wert legt. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es auf die Frage ankommt, ist denn ein wirksamer Vertrag geschlossen worden. Und dann kann genau das entstehen, was schon angesprochen worden ist. Dann kann es passieren, dass der Mieter rechtlos steht, weil er im Falle eines Beendigungswunsches des Vermieters auf gar keinen wirksamen Mietvertrag zurückgreifen kann. Sie wollen vielleicht mit Ihrem Entwurf die Vermieter ärgern. In Wirklichkeit aber erzeugen sie eine gewaltige Rechtsunsicherheit für Hunderttausende, ja für Millionen von Mietverhältnissen. Und das ist die Gefahr, die sie hier sozusagen den Mietern ins Nest legen. Sie erzeugen genau das Gegenteil dessen, was sie eigentlich erreichen wollen. Der zweite Punkt, gewerbliche Wärmelieferung, Contracting-Verträge. Wir begrüßen, dass Sie diesem Punkt zustimmen. Überraschenderweise aber sieht Ihr Entwurf vor, dass dem Mieter für Wärmecontracting auch höhere Nebenkosten entstehen dürfen. Da kann ich Ihnen sagen, die Regierung will erreichen, dass beim Wärmecontracting der Vertrag für den Mieter kostenneutral sich auswirkt, weil wir sagen, es ist für den Mieter ja auch eine neutrale Investition der Wertverbesserung. Dann haben Sie noch zwei Voraussetzungen eingebaut in Ihren Entwurf, nämlich, dass der Primärenergiebedarf um mindestens 15% sinken muss und zum Zweiten, dass die Hälfte der Mieter bei größeren Mietobjekten zustimmen muss. Das ist für uns etwas zu viel, wenn, das sind zu viele Voraussetzungen eingebaut und diese Voraussetzungen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, die gefährden das Ziel, dass wir ein Energieeinsparziel erreichen wollen. Sie senken gerade den Modernisierungsanreiz und verhindern geradezu das, was wir beabsichtigen, nämlich eine energetische Sanierung des Wohnraumes bei uns in Deutschland. Der dritte Punkt, das ist die Kappungsgrenze, ebenfalls schon angeklungen. Bislang haben wir die Regelung, dass die Miete innerhalb dreier Jahre um maximal 20% erhöht werden darf. Sie wollen nun diese Grenze verändern, dahingehend, dass innerhalb von 4 Jahren die Miete um maximal 15% ansteigen darf. Da muss ich mir mal genau anschauen, was geschieht eigentlich auf dem Mietmarkt. Die Immobilie, die Anschaffung von Wohnungsmietraum ist für den Vermieter zunächst eine Geldanlage. Und da muss man sich vor Augen halten, dass diese Geldanlage im Vergleich zu anderen Anlageformen eher als Rendite schwach gilt. Sie gilt als sichere Geldanlage, aber die Liquidität ist schwach und die Rendite ist schwach. Und deswegen muss man immer auch sehen, dass diese Anlageform mit anderen Anlageformen konkurrieren muss und die Gewinnerzielungsabsicht des Vermieters ist nichts Illegitimes, das muss man auch immer sehen. So, und Sie wollen nun diese Obergrenze verändern, wobei man nicht übersehen darf, dass eine wirksame Begrenzung der Mieten ja häufig durch den Markt
stattfindende Sache, die Sie natürlich in Ihrer Denklogik nicht in der Weise berücksichtigen, wie wir das tun. In vielen Regionen Deutschlands, auf vielen Mietmärkten, gibt der Mietmarkt sogar viel weniger her, als diese Erhöhung, dieses Gesetz erlaubt. Es ist nur eine Obergrenze, aber die eigentliche Grenze für Mieterhöhungen, die bildet der Markt. Der Vermieter, wenn er die Miete zu stark erhöht, riskiert Mietleerstand, riskiert Mietfälle, gerade in Gegenden, jetzt nicht die großen Innenstädte, großer Städte. Und das ist ein Risiko, das der Vermieter eben auch trägt. Und das ist die eigentliche Kappungsgrenze, die man sehen muss. Und das Letzte ist das Thema Modernisierungskosten. Momentan können bis zu 11% der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete umgelegt werden. Sie wollen eine Absenkung auf 9%. Auch da muss ich mal vor Augen halten, was ist eigentlich Miete wirtschaftlich betrachtet? Die Miete ist eine Abzinsung, die der Mieter auf die Anschaffungskosten des Vermieters entrichtet. Also der Vermieter schafft Eigentum an, muss es auch finanzieren, hat Kapitalkosten, muss Zinsen bezahlen, Investitionskosten, vielleicht auch Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung. Das schießt er dem Mieter sozusagen vor. Und die Miete ist eine Abzinsung deswegen, auch Mietzins. Und diese Aufwendung darf natürlich der Vermieter auch refinanzieren. Wenn wir diese Möglichkeiten beschneiden, dann riskieren wir, dass immer weniger Eigentümer bereit sind, in Wohnraum zu investieren. Und das ist dann auch nicht natürlich im Interesse der Mieter, weil der Mietmarkt sich verschärft. Natürlich, Herr Kollege Eckloff, haben Sie recht, Eigentum verpflichtet. Aber jemand muss auch Eigentum schaffen. Jemand muss investieren. Und deswegen dürfen wir auch die Anschaffung im Eigentum nicht allzu sehr erschweren. Das ist der Grund, weshalb wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihren Entwurf ablehnen werden. Vielen Dank.